Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein bisschen Waldkurzwissen. Und zwar werde ich ständig gefragt, ist Efeu eigentlich schädlich für den Baum? Und im Fall von so einem großen Baum, wie dem da hinter mir, ist das nicht. Denn Efeu ist ein Epiphyt. Was ist jetzt ein Epiphyt? Das ist eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze wächst, ohne die Pflanze, auf der sie wächst, signifikant zu schädigen. So ist ein Epiphyt definiert. Heißt, es ist kein Parasit oder ein Halbparasit. Wäre er das, dann müsste er mit seinen kleinen Wurzeln, also diese Härchen am Efeu, ich zeige euch das gleich noch im Detail, das sind kleine Wurzeln, mit denen müsste er dann quasi ins Innere des Baumes durch die Rinde eindringen und im Inneren des Baumes in irgendeiner Form zum Beispiel Wasser oder Nährstoffe abzapfen. Würde er das tun, was er aber nicht tut, dann wäre er ein Schmarotzer bzw. ein Parasit und dann wäre er auch schädlich für den Baum. So hängt er bloß drauf. Und warum macht er das? Damit er halt eben nach oben kommt, ohne selber einen dicken Stamm bauen zu müssen, der teuer ist, weil er besteht aus Holz. Holz ist teuer. Holz braucht jede Menge CO2, um Holz zu bilden. Und deswegen ist es erheblich billiger und praktischer für so eine Pflanze wie den Efeu, wenn sie sich einfach an irgendwas dranhängt, das ohnehin schon steht und nicht selber einen dicken Stamm ausbildet. So, jetzt kann es allerdings sein, dass die Krone vom Efeu, die ganzen Blätter vom Efeu, so weit oben in der Krone des Baums hängen, dass sie da Schatten produzieren und damit weniger Licht für den eigentlichen Baum, an dem der Efeu dranhängt, zur Verfügung steht. Gucken wir uns das mal an. Und da sehen wir im Fall dieser alten Eiche, dass die Äste der Eiche erst da beginnen, wo quasi der Efeu fertig ist. Wir haben es hier also mit einem vollständig sich unterhalb des Kronenraums am Stamm anliegenden Efeu zu tun. Heißt, Licht klaut er dieser Eiche nicht. So, jetzt könnte es noch theoretisch sein, da so ein Efeu immer grün ist, dass die Blätter, die hier am Stamm dranhängen, den Windwiderstand vom Baum erhöhen und wenn jetzt so ein oller Sturm kommt, dann könnte der Baum schneller umfallen, weil er einen höheren Windwiderstand hat, einen höheren Windangriffspunkt quasi. Aber die paar Blättchen hier an einer ungefähr einen Meter dicken Eiche, nein, nein. Also wenn die mal im Sturm umfällt, dann muss das also wirklich ein krasser Orkan sein. Die hat auch Lothar überstanden. Dann wird es auch wurscht sein, dass da diese paar Blättchen vom Efeu dran kleben. Und meistens findet man Efeu auch an eher alten Bäumen, bei denen er dann wirklich kaum eigenen Schaden anrichtet. Manchmal wird auch mal so ein Efeu abgeschnitten vom Förster bzw. er lässt ihn abschneiden. Das ist aber eigentlich nur sinnvoll bei jungen Bäumchen, die dann wirklich vom Efeu überwuchert werden. Auch dafür habe ich hier gleich ein Beispiel. Und unser Beispiel ist der hintere von diesen beiden Bäumchen. Und wenn man da mal hochgeht mit der Kamera, kann man sehen, der ist wirklich mehr oder weniger vollständig mit Efeu bedeckt. Da geht der Efeu also auch entsprechend in die Krone des Baums und da stellt das schon einen gewissen Nachteil dar. Außerdem bei so einem dünnen Stamm, so einem dünnen Bäumchen, ist auch der Faktor Windwiderstand durch den immergrünen Efeu auch, naja, es spielt eine Rolle. Es ist nicht schlimm, aber es spielt eine Rolle. Also wenn man möchte, kann man dann schon sagen, im Fall von so einem jungen Baum, da stellt der Efeu schon eine gewisse Wachstumsbehinderung dar. Gucken wir uns noch mal genauer an, diese kleinen Adventivwurzeln. Also dieses Ding, was hier aussieht wie Härchen am Efeu, das sind tatsächlich kleine Wurzeln. Und die sind allerdings reine Haftwurzeln. Sprich, die haben nicht die Funktion, Wasser aufzunehmen. Normalerweise hat eine Wurzel ja die beiden Funktionen, Stabilität, also Verankerung im Boden, plus Wasseraufnahme. Diese Efeu-Spezialwurzeln, die können sich nur in die ganz oberflächlich an die Rinde des Baumes hier dran kleben. Sie können sich nicht irgendwie reinbohren oder sonst irgendwie eindringen und dem Baum dann in irgendeiner Form Nährstoffe oder Wasser klauen. Teilweise ist es möglich, dass so ein Efeu-Haftwurzelchen in eine Ritze im Stamm reinwächst und dann auch in den Stamm einwächst und drin hängt, aber dann ist sie immer noch nicht in der Lage, da irgendwelche Nährstoffe oder Wasser zu klauen und damit ist es im Grunde relativ egal, dass das dann also wirklich eine Schädigung verursacht für den Baum. Hoch unwahrscheinlich.
gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht so ist. Und das wäre es dann auch schon gewesen zum Thema Efeu, kurz und knackig, also im Großen und Ganzen. Ich mag das Zeug, stellt eine schöne Bereicherung fürs Waldbild dar, wenn es halt an den ganz kleinen Bäumchen dranhängt. Ja gut, in der Regel macht sich niemand die Arbeit, den Efeu extra abzukratzen. Ach so, und noch ein letzter Gedanke, was auch mal diskutiert wird, der Efeu würde den Baum erwürgen. Da würde so viel Efeu um den Baum drumherum wachsen, dass der Baum nicht mehr in die Dicke wachsen kann. Dieses Beispiel gibt es in den Tropen, nennt sich Würgefeige, ist aber kein Efeu und wächst und umschließt wirklich den kompletten Baum, bis der nicht mehr wachsen kann, abstirbt und im Inneren der Würgefeige vermodert, während die Würgefeige quasi als der neue Baum dasteht, aber im Inneren hohl ist, weil innen drin ja der alte Baum gewesen ist. Ganz interessantes Phänomen, gibt es aber in Deutschland nicht und schon gar nicht mit dem Efeu. Das war's, macht's gut!